Und jetzt sind wir live. Hallo und guten Abend. Mal schauen. Hallo. Es braucht ein bisschen, bis die ersten reinkommen. Heute sind wir schon international mit Gast aus Australien. Down under. So, die ersten kommen schon. Halli, hallo. Guten Abend. Schreibt uns doch bitte mal in den Chat, ob ihr uns hören und sehen könnt. Und ja, vielleicht schreibt ihr auch rein, von woher ihr zugeschaltet seid, weil wir sind ja heute wirklich einmal um die Welt quasi. Wie ihr seht, ich bin heute wieder in Deutschland. Und ja, und unser Gast ist aus Australien, die Amanda Pearl. Und ja, alles okay, schreibt der Markus. Super, super, danke. Hallo Julia. Okay, also hören, sehen, alles gut. Wunderbar. Wunderbar, dann. Ja, dann würde ich sagen, hallo aus Berlin. Wunderbar. Ja, super. Ja, während die Leute noch so ein bisschen reinkommen, fangen wir schon mal an. Ja, schön, dass ihr da seid zu einer weiteren Folge zu Let's Talk About Sex. Und heute mit einer ganz besonderen Premiere, nämlich zu Gast ist heute die Autorin Amanda Pearl aus Down Under, aus Australien. Und sie ist Autorin, sie wird sich vorher nachher noch selber vorstellen, sie ist Autorin für Erotik, Geschichten und das Thema Weiblichkeit. Und das ist eine ganz besondere Ehre, solch berühmte Kunden habe ich, ist nämlich auch eine Kundin von mir. Dann sage ich mal hallo und guten Abend nach Australien. Hallo, Amanda. Hallo, für mich ist guten Morgen, aber guten Abend. Genau, das vielleicht auch noch. Also das ist wirklich eine Wahnsinnsleistung. Vielen, vielen Dank, weil bei dir ist es jetzt wie viel Uhr? 6:33 Uhr, 6:30 Uhr. 6:33 Uhr. Also die 6 ist ja schon mal eine gute Zahl. Die passt ja zu unserem heutigen Thema. Super. Und sie hat mir auch verraten schon, das ist jetzt ein bisschen gemein für alle deutsch-, österreich-, schweizerischen Zuschauer hier. Es soll wohl wie viel Grad geben bei euch? 35. 35. Also das ist schon fast ein bisschen unverschämt. Heiß schon. Uns das hier unter die Nase zu reiben. Okay, super, ja, wunderbar. Dann legen wir los. Vielleicht für alle, die mich noch nicht kennen. Mein Name ist Ute Benecke und du bist hier richtig, wenn du dich dafür interessierst, wie du ja in deine weibliche und sexuelle Kraft kommen möchtest, wie du, wenn du Sexualität für dich als eine Quelle, als eine Kraftquelle nutzen möchtest, weil das ist das, wobei ich Frauen helfe, Frauen, die ja, so wie ich, auch ein bisschen anders sind, ein bisschen verrückt sind, auch unabhängig sind und die sagen, Mensch, da gibt es doch noch mehr, ich möchte gern diese Kraft für mich entdecken, ich möchte gern aufhören, der bessere Mann zu sein, ich möchte endlich wirklich ja, in meine weibliche Kraft kommen und auch in meine sexuelle Kraft kommen, weil damit beginnt letztendlich alles. Die sexuelle Kraft, das ist ja eins der Grundbedürfnisse und ist mit die größte Kraft und Lebensenergie, die wir überhaupt haben im Leben. Und genau das ist mein Job, Frauen dabei zu helfen, in diese Kraft zu kommen, diese Kraft für sich zu erschließen, ja, und auch auszuleben, so dass wir sie nutzen können, oder für Job, für Familie, für Beruf. Für alles, was uns am Herzen liegt, für Beziehungen, für alles, was uns am Herzen liegt. Und ich werde oft gefragt, ja, oder andersrum, ich bekomme oft zu hören, ja, ich sei so mutig und es sei so toll, was ich tue und dass ich,
ja so öffentlich über Sexualität rede und. Und meine Quelle dafür ist eben genau das, dass ich das gemacht habe für mich selber, dass ich meine Quelle erschlossen habe, dass ich meine sexuelle Kraft entdeckt habe, ja, aus der ich einfach schöpfen kann für den Rest, oder für dass ich so viel Mut habe, ich sage jetzt mal, mich zu zeigen, mit euch hier öffentlich über Sex zu reden und ja, einfach meinen Beitrag dazu zu leisten. Weil letztendlich geht es immer darum, sage ich, dass wir ein besseres Miteinander untereinander haben. Das heißt, auch wenn ich überwiegend mit Frauen arbeite, sind die Männer immer herzlich eingeladen. Und ich habe gesehen, dass wir heute auch ein paar Männer dabei haben. Also hallo auch an die Herren. Schön, dass ihr da seid. Und ja, dann leite ich mal über zu unserem heutigen Gast. Ich lese euch mal vor. Amanda Pearl lebt mit ihrem Mann und ihren beiden Töchtern in Australien. Schreiben war schon immer ihre große Leidenschaft. Viele Frauen und Männer versichern ihr, dass ihre Geschichten ein Feuer entfachen und gleichzeitig die Fantasie und Erotik der Leser beflügelt. Ein großes Anliegen ist, ihr Weiblichkeit und Erotik miteinander zu verschmelzen. Ist das nicht ein super, super Job? Du toppst noch meinen. Ganz herzlich willkommen, liebe Amanda. Hallo. Und ja, ich glaube, was uns am brennendsten interessiert gleich zu Beginn ist, wie kommt man dazu, erotische Geschichten zu schreiben? Ja, das ist ein spannendes Thema. Also ich muss sagen, ich habe schon zwei Fantasy-Romane veröffentlicht und schreiben war immer mein großes Interesse. Und wir haben vorher in der Nähe von Sydney gewohnt. Und irgendwann habe ich ein Workshop gesehen zum Thema Romance Writing und ich habe das irgendwie missverstanden oder irgendwie immer gedacht, ja, das ist halt romantisches Schreiben. Und bei diesem Workshop unter anderem war auch eine Schriftstellerin, die war ganz erfreut, weil sie ein deutsches Buch gehabt hat. Das hat geheißen Männerjagd und hat mir das gegeben und das war gleich einmal ein richtiger Einstieg in die Erotik, also nicht nur romantisch sanft, sondern gleich ein wirklicher Einstieg. Und dann habe ich begonnen, Geschichten zu schreiben. Und dann habe ich festgestellt, dass mir das selber sehr viel Spaß macht. Und das hat sich immer weiter entwickelt, ja, von dem her. Ja. Aber das war wirklich ein Zufall, weil ich hab gemeint, also eher romantische, dass ich lerne, romantische Geschichten zu schreiben. Und das war dann gleich einmal ein schneller Einstieg. Ich habe das Mikro ausgeschaltet, wenn ich nebenher kichern muss. Das finde ich ja total witzig. Romantische Geschichten. Nein, es sind erotische und sinnliche Geschichten. Was würdest denn du sagen? Es ist ja eine tolle Möglichkeit, mit erotischen und sinnlichen Geschichten die Lust, ich sage jetzt mal, und das Liebesleben wieder in Schwung zu bringen. Was sind denn so deine Erfahrungen und deine Feedbacks? Ja, also das auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, mein Mann war mein erster großer Fan und erotische Geschichten zu schreiben, das ist eine Möglichkeit, seine Fantasie auszuleben, aber eben zuerst nur in Gedanken. Und das ist wirklich ein Weg, im Kopf den Fantasien freien Lauf zu lassen. Und natürlich eine Verbindung zum Partner, auf jeden Fall. Also zumindest war das bei mir so. Und ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass das in vielen Beziehungen so ist, dass das für die Beziehung auf jeden Fall bereichernd ist und einiges kann man so sagen, Feuer in die Beziehung bringt. Das schon. Wie hat sich denn für dich so dein Frausein verändert, durch das, dass du dich jetzt dieser Leidenschaft hingibst? Und es ist ja auch so eine Berufung von dir. Also das ist ja so ein Feuer in dir, das du hast, das auch mal schon ein bisschen ausgegangen ist und jetzt hast du es wieder auflodern lassen, indem du es weitergeschrieben hast. Also wie wirkt sich das so auf dein Frausein, auf deine Erotik aus?
Ja, also das stimmt auf jeden Fall. Also ich habe, das Feuer war auf jeden Fall da, und ich habe es immer versucht, das herunterzudrücken oder so. Ah, ist das wirklich, darf ich das? Ja, also wie wirkt sich das aus? Auf jeden Fall bereichernd und kraftvoller. Ich hab nicht mehr so das Gefühl so im Kopf, dass ich das immer mir die Erlaubnis dafür geben muss, weil das ist ein ganz natürliches Element oder eine natürliche Kraft in mir, die sehr viel Antrieb bewirkt und ja, also eigentlich eine Lebenskraft. Sehr, sehr stärkend und energievoll. Ja, auf jeden Fall. Ja. Super, vielen Dank. Und was würdest du sagen? Startest du in der Fantasie und gehst dann in die reale Umsetzung oder geht es andersrum? Ja, aber das war lang mein Thema. Also irgendwie, dass ich erotische Geschichten geschrieben habe und in der Fantasie so richtig aufgelebt und aufgeblüht bin, dass das aber lange Zeit nur in meiner Fantasie war und mich selber begeistert hat und so weiter. Jedoch, dass ich das lange nicht in meinem wirklichen Leben oder in meinem Alltag umsetzen konnte, weil das zu sehr in meinem Kopf war. Aber mittlerweile, also ist es mir gelungen, auch langsam in meinem Alltag, in meinem Leben einzubauen. Und das ist das Schöne, also nicht nur im Kopf, sondern auch wirklich zu leben. Teile davon, also nicht alles. Super. Das ist ja auch unter anderem mit dem Ergebnis, was in unserem Coaching rausgekommen ist, dass es nicht nur im Kopf blieb und nicht nur in der Fantasie, sondern eben auch ja, in der Realität wieder ins Leben kommt und dass das Feuer und die Kraft, wie du vorhin gesagt hast, vor allem auch wieder rauskommt. Was mich interessieren würde, ist, wie reagiert denn dein Umfeld? Also du hast vorhin gesagt, dein Mann ist dein größter Fan, das ist ja schon mal ganz toll. Und wie reagiert denn dein Umfeld so drauf? Wissen die das? Und ich meine, jetzt ist ja auch das neue Buch da, das frisch veröffentlicht ist. Wie reagieren die Leute? Ja, ich meine, ich muss sagen, ich bin ja von der deutschen Community etwas entfernt. Ich habe nur, also wir haben hier österreichische Freunde und meine Freundin, ja, das war interessant. Also die sind sehr interessiert dran. Also ich habe schon einmal eine kleine Lesung gemacht, aber nur für meine Freundinnen. Und da wollten die Männer absolut auch daran teilnehmen. Und ich habe zuerst gesagt, na, zuerst einmal nur für die Frauen. Na, es besteht großes Interesse und irgendwie witzig, das ist kein Tabu, darüber zu sprechen. Das ist, hätte ich mir nicht gedacht. Ich habe mir gedacht, das wird so irgendwie so versteckt gehalten, aber das ist so und kriegt da gutes Feedback und Schulterklopf und recht gutes Feedback und Interesse von allen Seiten. Ja, und irgendwie auch die Rückenstärkung, dass sie mich für sehr mutig halten, weil ich ja dadurch mich sozusagen öffentlich präsentiere. Super, vielen Dank. Also das ist auf jeden Fall so. Ja, also es braucht Mut, mit solchen Themen rauszugehen. Willkommen im Club. Ja, und es ist auch wichtig, dass wir im Umfeld, wie soll ich sagen, da Zustimmung haben, weil ich weiß, ich bekomme von so vielen Frauen zu hören, sie würden auch gerne sowas machen wie ich und sie würden auch gerne sowas machen, sowas. Interessanterweise ist es immer sowas. Und von denen, die mir das erzählen und die das sagen und die das gerne möchten und von denen, die das auch tatsächlich tun, ja, also das ist eine große Ausfallrate, sage ich mal. Von daher ist es wirklich auch total mutig von dir, dich A zu outen in dem, was du machst und tust und sogar eine öffentliche Lesung dort zu machen. Wie war denn das für dich? Also es war ja so ein kleiner Frauenkreis und da ist ja auch einiges passiert. Durch das, dass du dich geöffnet hast, haben sich die Frauen ja auch geöffnet. Wie war denn das? Erzähl mal. Ja, na, das war sehr spannend. Ja, also durch meine Geschichten, also ich habe ein paar Geschichten auszugsweise vorgelesen und dann
war halt eine kurze Pause und es war eigentlich so, dass eine Dame dann halt angefangen hat, Fragen zu stellen, und mit den Fragen stellen sind dann eigene Erlebnisse hochgekommen, und dann war es irgendwie so, dass ein so wie ein Kreis war, wo wir dann also gegenseitig und unsere Erfahrungen zum Thema Weiblichkeit und Sexualität geteilt haben, aber in einem recht schönen, sicheren Raum, und das hat sehr, war sehr stärkend. Und ich habe die Geschichte nur der Auslöser, und das danach war dieses Miteinander reden und offen Dinge ansprechen, was sehr schön war, sehr, sehr rund und angenehm. Ja. Und also irgendwie auch eine, also wie ich das vorhin gesagt habe, etwas geöffnet hat, im Vertrauen, also eben zu diesem Thema, was ja sonst meistens ein Tabu ist, zu sprechen. Super. Und deshalb auch erotische und sinnliche Geschichten für dein Liebesleben, weil sind sie inspirierend und lustvoll, und B, wenn du zum Beispiel in einer Beziehung bist, dann kannst du ja auch einfach mal hergehen, oder ihr könnt einfach mal hergehen und auch mal sagen, Schatz, schau mal, ich lese gerade dieses Buch, und entweder sich gegenseitig vorlesen, gegenseitig erzählen, was Inhalt von diesem Buch ist, und nur schon so ein Buch in die Hand zu nehmen, aufzumachen und zu sagen, schau mal, was ich hier habe, ob das jetzt der Mann oder die Frau ist, ist ja egal, von welcher Seite das kommt. Ja, es öffnet die Tür, es öffnet ein Gespräch, es öffnet ein, boah, das finde ich gut, das finde ich spannend, sowas würde mir auch mal gefallen, da hätte ich auch mal drauf Lust. Gerade in längeren Beziehungen ist es natürlich auch toll, einfach wieder mal eine neue Idee, neuen Schwung, neue, ja, frische Sachen einfach auch reinzubringen, indem man solche Geschichten liest und einfach für dich, für sich selber das rauspickt, was man gerne möchte. Und ich weiß, ich habe ja sehr viele Frauen hier auch als Zuschauerinnen, die auch Frauenkreise machen. Also vielleicht ja auch mal in die Idee, oder im Frauenkreis nach der Meditation vielleicht einfach mal aus einer erotischen Geschichte vorzulesen, um das Feld zu öffnen, weil das ist ja nichts anderes als das, was passiert, das Feld zu öffnen und ja, die Diskussion aufzumachen und mal zu hören, was Erfahrungen sind, was Wünsche sind, was Sehnsüchte sind. Und was mich interessieren würde noch ist, was macht es denn mit dir? Also was macht es mit dir, dass du jetzt so mutig warst, ja, diese Geschichten zu schreiben, dein Feuer wieder aufleben zu lassen, nachdem wir zusammen gearbeitet haben, und auch natürlich dich damit zu zeigen, mit dieser Lesung, und jetzt natürlich auch hier so mutig zu sein und online zu kommen und dich zu zeigen. Was macht es mit dir? Was gibt es dir? Und was macht es mit dir? Und auch mit deiner Frau sein? Oh, so viele Fragen. Okay, was macht es mit mir? Das macht mir einfach Spaß. Ich merke, also nicht nur das war eben das. Also das Schreiben macht mir sehr viel Spaß, aber ich habe auch immer so das Bedürfnis gehabt, ich möchte meine Geschichten mit der Welt teilen. Aus verschiedenen Gründen, weil ich eben gemerkt habe, mir selber macht das Spaß, und dass meine Geschichten auch was bewirken. Also die Rückmeldungen, die ich bekommen habe, dass, also manche haben sie sogar als heilend bezeichnet, was mich sehr freut. Manche haben gesagt, sehr anregend. Was macht das mit mir als Frau? Was sind das für Rückmeldungen, die du da bekommst? Erzähl mal. Ja, im Sinne von, also eben eine Rückmeldung war immer, dass nach dem Lesen einer Geschichte sie das wirklich als heilend für sich selber empfunden hat, und andere sagen wieder, das ist sehr anregend oder sehr, wie soll ich sagen, sehr direkt, und oder dass das Thema Sexualität ganz ein normales ist, selbstverständlich, also so wie halt, weiß ich nicht, wie man Tee trinkt oder sonst etwas. Ja. Und dass meine Geschichten etwas bewirken bei anderen Menschen. Also nicht nur Lust, sondern Interesse, Freude und
einen frischen Wind hineinbringen. Also das höre ich des Öfteren. Ja, was macht das mit mir? Ja, ich habe einfach das Gefühl, dass das wirklich so ist, dass wenn das Thema Sexualität nicht so sehr ein Tabuthema ist, dass das was Schönes, Leichtes, Freudiges ist, was man durchaus mit anderen teilen kann und nicht so irgendwie wegstecken. Und das ist was halt mein Thema ist, weil ich da selber lange Zeit damit gekämpft habe, so dieses wegzustecken. Und mittlerweile ist mir das wichtig und macht mir sehr viel Spaß. Interessanterweise, was immer ist, also ich war zuerst immer so auf Frauen ausgerichtet, so meine Bücher, meine Geschichten sind für Frauen, und dann hat sich irgendwie im Laufe der Zeit herausgestellt, dass sehr viele Männer auch an meinen, und es freut mich auch, dass deshalb, also Männer heute anwesend sind, dass sehr viele Männer an meinen Geschichten interessiert sind, und das zeigt sich auch in meinem E-Book. Also es ist so, manche Geschichten sind eher wilder, also so, ja, wirklich wild, und das andere ist sanft. Und das sind zwei Elemente oder zwei Wesen, oder Interessen, die ich da vereint habe. Und das ist das Schöne, also dass meine Geschichten sowohl für Männer und für Frauen sind. Und das ist ein Teil, da habe ich mich erst mit der Zeit dafür geöffnet, weil ich war eben am Anfang so ganz auf Frauen und geschützter Rahmen und nur Frauen, aber das ist schön, das war auch für mich eine schöne Öffnung. Mhm. Auch wieder mit einem erneuten Mut verbunden. Das ist dann schon wieder, also zumindest war das für mich so, das war dann schon eine Stufe höher, oder ja, wenn ich das so bezeichnen kann. Super, toll. Ja, also das kann ich total gut nachvollziehen. Und ich finde, also zumindest für mich ist das, wo es darum geht. Mir sind Männer genauso willkommen wie Frauen, auch wenn ich mich auf Frauen fokussiere, weil ich selber eine bin. Nur für mich geht es immer ums Miteinander oder für ein besseres Miteinander untereinander. Und ich denke, jetzt haben wir viel geredet und gefragt und gehört. Jetzt wollen wir natürlich doch auch noch eine Geschichte hören. Und ich weiß, sie hat eine vorbereitet. Und genau, Markus, das war jetzt zeitgleich das Buchwort. Okay. Ja, also wie das vorher. Deine Bühne. Ja, nein, wie ich das vorher schon erwähnt habe in meinem E-Book, das ist eine Mischung an verschiedenen Geschichten, also erotische Geschichten. Manche sind miteinander verbunden und der Einstieg ist eher so, dass die Anfangsgeschichten sind eher die wilderen und dann kommt so eher der sanftere Teil und mehr Inhalt. Aber es ist eine Mischung aus beiden. Und die Geschichte, die ich heute vorlese, heißt Gaumenschmaus und Nachspeise einmal anders. Fiona zündete die Gasflamme an, um ihr Hühnerfleisch mit Chili zu bereiten. Es war besonders schwül und sie hatte schon den ganzen Tag über ein wenig Kopfweh. Sie wusste ganz genau, was helfen konnte. Deshalb hatte sie sich immer wieder mal unter ihren weiten, wallenden, bunten Rock gegriffen und an ihrem Slip zu reiben begonnen. Das hatte sie aber nicht wirklich befriedigt. Vielleicht konnte ja Carlos Abhilfe schaffen. Sie hatte ihn am Vormittag nach einer längeren Pause getroffen und ihn prompt zum Abendessen eingeladen. Fiona errötete, wenn sie an ihre Gedanken dachte. Sie raffte ihre tiefschwarzen, langen Haare zu einem Knoten zusammen und ließ die in Mehl und Eier panierten Hühnerbrustfilets ins heiße Fett gleiten. Es zischte und Fiona konnte sich nicht satt sehen an der glatten Haut der üppigen Brüste. Schnell wendete sie diese und löschte sie mit Weißwein ab, was ihr kurzfristig einen Schwall von Dampf ins Gesicht brachte und ihre Erregung erneut aufflammen ließ. Mit Schlagobers verfeinert und noch Chili-Pfeffer dazu sparte sie nicht mit sinnlichen Zutaten. Schon war die Hauptspeise fertig. Sie hatte am Nachmittag schon Risotto vorbereitet. Fiona hatte es gerne, wenn sich Käse so richtig mit in Weißwein zubereiteten Reis verschmelzen ließ. Carlos sollte in einer Viertelstunde kommen. Sie hatte also noch ein wenig Zeit, um sich umzuziehen. Fiona eilte beschwingten Schrittes in ihr Schlafzimmer und öffnete ihren Kleiderschrank. Ohne lange zu überlegen, nahm sie ihr rotes Kleid vom Haken. Sie liebte dieses Kleid, das einen tiefen Ausschnitt hatte und ihre üppigen Brüste gut zur Geltung brachte.
Rasch zog sie sich das Kleid über den Kopf und betrachtete sich zufrieden im Spiegel. Ihre grünen Augen funkelten ihr wild entgegen. Sie konnte der Versuchung nicht widerstehen und schob ihr Kleid ein wenig hoch, um wieder an ihrem schwarzen Slip zu reiben. Oh, das tat so gut. Verzückt schloss sie die Augen und verstärkte den Druck ein wenig. Sie spürte, wie ihre Knie weich wurden und wie sie sich immer mehr von einer Welle getragen fühlte. Nur vage nahm sie wahr, dass es an der Tür klopfte. Langsam kam sie wieder ins Hier und Jetzt zurück und eilte mit ihren Pumps in der Hand zur Tür. Zum Glück hatte sie eine Holztür, sodass man sie von außen nicht sehen konnte. Sie schlüpfte in ihre schwarzen, hochhackigen Schuhe, richtete sich das Kleid und öffnete Carlos die Tür mit einem ziemlich schmachtenden Blick. Er hatte ein bisschen zu früh geklopft. Carlos fühlte sich durch Fionas Empfang angenehm überrascht und küsste sie hart auf den Mund. »Magst du einen Wein? Ich habe einen Weißwein kalt gestellt«, meinte Fiona, um wieder auf andere Gedanken zu kommen. »Wenn du willst, kannst du dich schon an den Tisch setzen«, forderte sie ihn auf. Carlos kannte Fiona schon eine Weile, aber heute kam sie ihm irgendwie anders vor, irgendwie wild. Das gefiel ihm und er spürte sein Zigeunerblut in Wallung kommen. Mit seinen dunkelbraunen, fast schwarzen Augen und seinen schwarzen Haaren konnte er seine Herkunft nicht leugnen. Er setzte sich an den Tisch und nahm ein Glas Weißwein von Fiona entgegen. Fiona hatte ihr Haarband mit einer Hand entfernt und ihre wilden schwarzen Locken waren ungebändigt. Eine Strähne fiel ihr ins Gesicht, die Carlos ihr mit seiner freien Hand aus dem Gesicht strich. Fiona erwiderte seinen Blick und spürte das Verlangen wieder auflodern. Sie prostete Carlos zu und dachte bei sich, noch ein kleines Spielchen und dann. Sie servierte die Hühnerbrüste fertig angerichtet auf zwei Tellern und achtete dabei darauf, dass sie sich beim Hinstellen der Teller weit nach vorne beugte. Ihre Brüste wogten dabei im Rhythmus ihrer Bewegungen. Carlos war leicht zu verführen. Sein Blick sprach Bände. Und wenn sie auf die Ausbuchtung seiner Hose blickte, sprach auch diese eindeutig dafür, dass sie bald zu ihrem Vergnügen kommen würde. Sie aßen beide wortlos, sich dabei gegenseitig nicht aus den Augen verlierend. Fiona hatte in einem Augenblick des Alles oder Nichts die Spitze ihres Schuhs in Carlos Lenden geschoben und war von dort langsam nach unten gestrichen. Wenn er das nicht will, dann soll er es mir sagen, dachte sie und blickte Carlos herausfordernd an. Carlos hatte sich im ersten Moment fast verschluckt, so überrascht war er, jedoch nur für einen kurzen Moment. Dann rückte er ein wenig tiefer in den Sessel, bereit, dieses Spiel mitzuspielen. Es gefiel ihm. Diese Seite hatte er an Fiona bisher noch nicht entdeckt. Magst du noch eine Nachspeise? Ich habe Mousse au Chocolat im Kühlschrank. Wer mag jetzt Mousse au Chocolat? Fragte sich irritiert. Aber zu Fiona gewandt, meinte er, gerne. Fiona sprang leichtfüßig auf und ging mit aufreizendem Gang zum Kühlschrank. Sie beugte sich nach unten, sodass Carlos ihre üppige Venusfigur in all ihrer Fülle betrachten konnte. Fiona griff nach den Schüsseln mit der Mousse. Mit einem Satz sprang Carlos auf und drängte sich heftig von hinten an sie. Sein erregiertes Glied presste sich hart gegen ihre Popacken. Fiona stöhnte auf. Sie wusste im ersten Moment nicht, was sie nun mit der Nachspeise machen sollte und stellte die Schüsseln dann wieder zurück in den Kühlschrank. Nachspeise immer anders, dachte sie entzückt. Carlos zog sie an sich, drehte sie herum, verpasste der Kühlschranktür einen kurzen Tritt und drängte Fiona dagegen. Die Nachspeise kann warten, dachte er. Er versenkte seinen Kopf in Fionas Brüsten und stöhnte laut auf. Mit seinen Händen drückte er ihre Hände etwas nach hinten, um so die Wölbung ihrer Brüste noch mehr hervorzuheben. Mit einem Bein hatte er Fionas Beine gespreizt und sein Knie gegen ihre Scham gepresst. Fiona spürte, wie seine Erregung sie ansteckte. Ihre Lust wurde noch mehr angeheizt, als Carlos sie zur Küchenanrichte schob, sie auf die Ablage hob und ihr die Beine spreizte. Wild, fast grob, schob er ihr Kleid hoch und begann, einen Finger in ihre saftende Joni zu schieben und recht bald die ganze Hand, immer fester und tiefer. Fiona schmolz dahin. Carlos zog seine Hand abrupt heraus, öffnete seine Hose und hatte in Sekundenschnelle sowohl Hose als auch Shorts ausgezogen. Seine pralle Männlichkeit sprang Fiona entgegen und sie konnte sich nicht daran satt sehen und es kaum erwarten, ihn in sich zu spüren. Voller Verlangen rieb sie an ihrem Slip. Den brauchen wir jetzt nicht mehr, hauchte Carlos mit einem Blick, der Fionas Lenden zum Singen brachte. Carlos zog ihren Slip mit einem geübten Griff aus und machte sich daran, ihr das Kleid über den Kopf zu ziehen, bis nur mehr der BH übrig blieb. Als er auch diesen öffnete
und Fiones, und von Fiones Busenzug richteten sich die Brustwarzen steil auf und Carlos fühlte sich dazu bewogen, an ihnen zu saugen. Er zog Fiona näher zu sich heran und vergrub sein Gesicht in ihren üppigen Brüsten. Abwechselnd saugte er an ihren Brustwarzen und knetete ihre Brüste mit seinen Händen. Fiona war im siebten Himmel. Sie stöhnte und gurrte ein Täubchen. Er wanderte mit seiner Zunge von den Brustwarzen über den Bauchnabel und weiter zu Fionas Scham. Mit seiner Zunge begann er, an ihren stark geschwollenen Schamlippen zu saugen. Fiona spritzte und Carlos trank ihren Saft voller Wonne. Er nahm den Mittelfinger seiner linken Hand und bohrte ganz fest und tief in Fionas Scheide. Bald hatte er seine ganze Hand in Fionas saftendem Schoß und begann mit der Hand zu kreisen. Dabei verstärkte er die Intensität des Saugens an Fionas Schamlippen und gleichzeitig presste er sein erregiertes Glied an Fiona. Er zog sie noch ein wenig weiter zu sich, beträufelte sein Glied mit Olivenöl von der Anrichte und langsam führte er sein Glied in Fionas Anus ein. Ganz vorsichtig begann er, sich hin und her zu bewegen. Fiona hatte den Überblick verloren und war überwältigt von der Vielfalt an Reizen. Sie keuchte und stöhnte in einem fort. Auch Carlos stöhnte in dem Moment, als er sein Glied in Fionas Anus schob. Immer fester und verlangender wurden seine Stöße. Er ließ nicht locker. Gleichzeitig fuhr er mit seiner Hand tief in Fionas Lenden. Als Fiona kurz davor war zu zerplatzen, drang Carlos mit einem heftigen Stoß in ihre Scheide ein und brüllte laut auf. Fiona fühlte sich, als wenn sie in tausend Teile zerbersten würde. Sie schrie und ihr Körper bebte und zuckte in einem ständigen Auf und Ab. Ich muss was trinken. Gut, das ist es. Okay, super, vielen Dank. Also, das ist natürlich auch nochmal mutig, es hier vorzulesen, mit ein bisschen Lampenfieber und allem drum und dran. Also ganz große Anerkennung an dich. und wenn ich dann höre, die etwas härteren Geschichten kommen zu Beginn, und das war jetzt eine eher etwas sinnliche Geschichte. Toll. Also ich finde das toll, auch dieses Wortspiel und überhaupt die Musik da drin ist. Und finde ich cool. Das Buch, das okay. du geschrieben hast, das ist ja ein E-Book und das heißt Tanz auf dem Vulkan. Und sind ja einfach verschiedene verschiedene kurze Geschichten drin, die zum Teil auch miteinander verbunden sind, aber nicht alle. Und ich poste euch einfach mal den Link in den Chat, für die, wo es interessiert. Und wenn ihr jetzt noch Fragen habt, ist auch der Zeitpunkt da, die zu stellen. die zu stellen. Der Link kommt dann aber auch noch mit der Aufzeichnung raus. Und also das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das die Fantasie sehr beflügelt und dass das Liebesleben auch sehr beflügelt und dass man da sehr viele, ja, auch nur schon beim drüber nachdenken, kommt ja schon Lust und beim Zuhören kommt schon Lust, finde ich ganz, ganz klasse. Oh, wir kriegen schon die ersten Rückmeldungen im Chat, das ist spitze. Danke. Die Männer freuen sich, kommt Frauen, was ist mit euch? Was ist mit euch? Und ich hatte erst heute das Thema, dass mir jemand eine E-Mail geschickt hatte, dass sie sich eingetragen hat fürs Webinar und weshalb denn erst nach der Anmeldung dieser Hinweis kommt, dass man sich quasi auch anonym eintragen kann oder mit einem Spitznamen und so. Dann habe ich im Moment nachgedacht und habe mir überlegt, also A, weil es technisch nichts anderes machbar ist und B, vielen Dank für den Hinweis, weil ich werde das abschaffen. Es ist Zeit, dass wir uns zeigen. Es ist Zeit, dass wir uns zeigen und man kann ja einfach nur den Vornamen angeben und dann ist es gut. Ja. Die Viola schreibt, mir gefiel es auch. Vor allem wirkte die Amanda beim Lesen so viel überzeugender. Top. Super. Danke. Ganz genau. Ja, also man merkt schon. Also man darf eines nicht vergessen. Und das möchte ich hier mal ganz deutlich sagen.
es braucht ganz, ganz, ganz schön viel Mut, hier bei mir im Webinar aufzutauchen, zu Gast zu sein, sich zu zeigen, auch noch seine erotischen Geschichten selber laut vorzulesen. Also, du hast meinen tiefsten Dank, meine große Anerkennung. Ich bin begeistert und ich finde es unglaublich toll, was sich bei dir bewegt hat, dass du das jetzt auch durchgezogen hast, dass du es veröffentlicht hast, selber publiziert hast und. Also ganz, ganz große Anerkennung. Und von daher muss ich auch mal sagen, also es ist hier sehr viel Aufregung und Nervosität mit dem Spiel. Und das ist ja auch gut, weil das ist ein Zeichen von Lebendigkeit. Und das muss man sich erst mal trauen. Ich sage das nochmal. das gehört sehr, sehr viel dazu. Also ganz große Anerkennung an dich, liebe Amanda. Danke. Hier. Ja, also wir sind soweit, wenn ihr keine Fragen mehr habt, soweit am Ende. Liebe Amanda, möchtest du noch was sagen? Ja, also nur, es wird auch in nächster Zeit ein richtiges Buch geben. Ich bin nur im Moment mit dem Formatieren beschäftigt. Also zu dem E-Book kommt auch in nächster Zeit irgendwann ein wirkliches Buch dazu heraus. Ja, aber das werde ich dann auf meiner Facebook-Seite auch bekannt geben. Ansonsten hat mich das sehr gefreut, also in diesem Rahmen zu sprechen, vor allem mit meiner Distanz von Australien, also in den deutschen Raum vorzudringen. Das ist sehr schön und hat mich sehr gefreut. Und das, was du vorhin gesagt hast mit Mut und so weiter, Nervosität, das stimmt voll. Ja, dankeschön. Ja, absolut. Und das ist normal. Also ich meine, ich weiß noch, wo ich das erste Webinar gehalten habe. Ich habe Blut und Wasser geschwitzt, oder? Ich war völlig aus dem Häuschen den ganzen Tag über. Ich werde das nie vergessen, oder? Ich war wie auf 180 und. Ich war so nervös und ich hatte so viele Anmeldungen und ich war hypernervös, oder? Und ja, also ich kann dir nur eins sagen, es ist jetzt ja bei dir quasi so kurz nach 7 Uhr, der Adrenalinspiegel ist hoch. Genau, vielleicht noch im Bett. Und der Tag ist auf jeden Fall gerettet, weil eins kann ich euch sagen und vielleicht sagst du selber gleich noch was auch dazu, wer sich sowas getraut hat und wer so viel Mut hat und wer sowas hinter sich gebracht hat, der fühlt sich einfach geil. Ah, super, gut, kann ich nichts mehr hinzufügen. Ja. Okay, super, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen, toll, dass ihr da wart. Einfach bis zum nächsten Mal, wenn es wieder darum geht, let's talk about sex, die Termine kommen, die Einladungen kommen und schön, dass ihr da wart. Vielen Dank, Amanda Pearl. Ganz tolle Geschichte, ganz toll, großes Kompliment und ganz liebe Grüße nach Australien. Und wir werden sehen, ob es eine Fortsetzung gibt. Und okay, danke an alle Zuschauer, toll, dass ihr da wart, weil ohne euch wäre das ja alles nicht gegangen. Ganz großen Dank und ja, viel Spaß mit der Geschichte und noch einen lustvollen Abend für Deutschland und Europa. Und einen tollen Tag nach Australien. Ja. Tschüss. Gut, bis zum nächsten Mal. Schönen Abend noch. Ciao. Ciao.